einschlafen während der Arbeit. Schutzengel können sich so etwas nicht erlauben. Und schon gar nicht während der Umbauphase. Soll ich das etwa dem Chef sagen? Ja, ja, ist ja schon gut. Wir haben doch sowieso nichts zu tun im Moment. Aber wenn das passiert, müssen wir sofort in Topform sein. Wenn was passiert, dann müssen wir erstmal nach Paragraph 304 Absatz 2 von 2 des Schutzengel-Gesetzbuches den Antrag zur Genehmigung der Rettung ausfüllen und den drei Vorausführungen dem Chef der Abteilung für Rettung in Sektor 3b und der örtlichen Krankenversicherung vorlegen. Früher war alles besser. Da gab es diese ganzen Vorschriften noch nicht. Da konnte man ungestört die Leute retten. Das muss alles seine Richtigkeit haben. Wo kommen wir denn dahin, wenn hier jeder vor sich hin rettet, wie es ihm gerade in den Kram passt? Ich habe doch gerade noch gesagt, dass wir zuerst die Anträge ausfüllen müssen. Setz dich hin! Die Lampe ist auch schon wieder kaputt. Ja, aber dass jemand, der unsere Hilfe braucht und keine Zeit für Anträge hat. Ja, ja. Moment. Yo, guten Morgen, Engel! Guten Morgen, Charlie! Hier kommt euer neuer Auftrag! Ja, ja, wir sind schon unterwegs. Ach, der hält noch ein paar Minuten durch. Erstmal die Anträge ausfüllen. Das können wir dann noch machen, wenn wir ihn gerettet haben. Halt dich gefälligst an die Regeln. Wo habe ich das denn jetzt? Ist nicht mal bald Mittag. Oh, Lare! Mittag! Der Typ stirbt und er hilft ihm nicht! Sterben, sterben, sterben. Die Leute haben heute echt nichts Besseres zu tun, als sich von uns retten zu lassen. Boah! Wir können ja nicht einfach rumsitzen und diskutieren! Verdammt! Können wir, müssen wir, machen wir. Zumindest bis die Anträge ausgefüllt und eingereicht sind. So viel Zeit muss sein. Verdammt, jetzt ist mein Stift kaputt. Wie soll ich denn jetzt schreiben? Hast du nicht noch 6 andere? Ja, ich habe 6 andere. Einen für jeden Tag der Woche. Wo liegt denn dann das Problem? Du erwartest doch nicht, dass ich den Mittwochstift an einem Dienstag verwende. Das wäre gegen jegliche Dienstvorschrift. Und du erwartest doch etwa nicht von mir, dass ich gegen die Dienstvorschriften verstoße. Deine Stifte und Vorschriften sind beim besten Willen jetzt egal. Das sind sie ganz und gar nicht. Ohne Stifte kein Antrag. Und ohne Antrag keine Rettung. Zum Retten kommen wir so eh nicht mehr. Da kannst du deine Anträge direkt stecken lassen. Boah. Immer dieser Stress. Heutzutage kann sich auch keiner mehr selber helfen. Ja, aber dann hätten wir ja auch nichts mehr zu tun. Eben. Ah! Ich ertrinke! Hilfe, Hilfe! Ich kann nicht schwimmen, aber gehe trotzdem ins Wasser. Erst so dämlich sein. Und mich dann auch noch zwingen, aufzustehen und ihn da rauszuziehen. Weißt du eigentlich, was das für eine scheiß Arbeit ist? Das ist unsachgemäßer Umgang mit dienstlich zugewiesenen Lebensmitteln. Also mit diesen ganzen negativen Schwingungen und der miesen Einstellung habe ich auch keinen Bock mehr. Also das ist Arbeitsverweigerung. Das werde ich sofort melden. Ja, wo habe ich... Wenn nur das Formular dafür... Ich verweigere die Arbeit. Wer macht denn hier nichts? Und außerdem, dir fehlt doch eh der Stift dazu. Nicht in diesem Ton! Wer füllt denn hier alles aus? Hey, guck mal. In der Zeitung von morgen steht, dass heute so ein Typ namens Karl ertrinkt. Er hat wohl die ganze Zeit um Hilfe gerufen und ihm hat niemand geholfen. Arme Sau. Ach Mann, das ist doch alles eure Schuld!
Na, wenn er schon in der Zeitung steht, dann muss ich mich auch nicht mehr um ihn kümmern. Oh, Mittag. Sehr pünktlich und effizient, Herr Guter. Was die Pausen angeht. Ach, ihr könnt mich doch mal! Sing Halleluja! Sing Halleluja! Hey Jungs, wir haben einen neuen. Der heißt Karl. Jo, was geht ab, Mann? Hätten Sie den Namen doch bloß in die Hölle gesteckt. Verlassen Sie sich nicht auf Ihren Schutzengel. Wir schützen Sie vor Inkompetenz. Lucifer-Versicherung. Hören Sie auf zu beten und handeln Sie jetzt.